Hallo, mein Name ist Alex Horsch, ich bin Swiss Profiler und ich habe mich in der letzten Zeit gefragt, ist es möglich, über Zoom eine gleichwertige Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen? Ist das möglich, ob du jetzt Führungsperson bist, Selbstständiger, Coach oder Experte? An dich habe ich jetzt genau dieses Video gerichtet. Denn ich habe mich in der letzten Zeit über Corona-Zeit mit meinen Eltern über, hier, nehmen Sie mit, mein Handy ausgetauscht. Wir sind nicht im gleichen Haushalt und somit habe ich es gemacht. Weißt du was? Wir machen hier eine Videokonferenz, dass du mich siehst. Und das hat sehr viel bedeutet, dass wir uns auch in dieser Zeit austauschen konnten. Meine Mutter hat mir danach gesagt, weißt du was, Alex, ich habe es vermisst, dich anzufassen, dich zu umarmen. Das geht online nicht. Wir können Menschen nicht umarmen. Das geht komplett nicht. Und was auch nicht geht, was wahrscheinlich viele Menschen nicht wissen, ich kann den Menschen nicht riechen. Was kann ich den Menschen nicht? Riechen. Warum ist das so essentiell wichtig? Bei einem Beziehungsaufbau, und wenn sie gleichwertig sein soll, ist es wichtig, dass wir das Gegenüber schauen, ob er Stress hat, ob er stimmt, was er sagt. Und viele Menschen haben einfach mal Schweißausdünstung, wenn sie Stress haben. Oder wenn sie einfach sich aktiviert haben. Körperlich kannst du das riechen. Das wirst du auch, wenn du Profil werden wirst, lernen, wie das genau anzuwenden ist. Die anderen Sinnen, die wir haben, aha, stimmt, wir müssen wahrnehmen über unsere Sinne. Nee, wir müssen nicht, aber der Mensch macht das. Und ich werde hier dir Tools jetzt in Hand geben, wo du merkst, wie du Menschen wahrnimmst und ob das danach online oder Hardware ist, Hardware gleich physisch vor Ort, kannst du dich entscheiden, was für dich am besten ist. Wir haben bereits schon zwei Sinne abgeholt. Das erste ist, wenn man den Menschen sieht, das spielt absolut keine Rolle. Ob das jetzt hier über das Gerät ist oder physisch, ist alles identisch für das Auge, weil man sieht es ja. Das Gehör spielt absolut auch keinen Sinn, denn hier über das Gerät, ich kann den Menschen hören, wie auch hier du mich hörst. Zum Beispiel dieses Video, da siehst du mich und hörst du mich ja hier über die Videoplattform. Wie sieht es jetzt aus mit dem Riechsinn? Das geht leider noch nicht. Videomäßig können wir das nicht. Also somit ist das ein Abstrich. Somit sage ich, meine gleichwertige Beziehung ist nicht möglich zu Beginn, aber im fortschrittenen Tätigkeit der Beziehung ist es absolut möglich. Meine Profiler Academy ist sehr viel online und du bekommst hier immer wieder Informationen, wo du mich nicht riechen musst. Aber ich habe explizit auch Teile angebaut, wo du mich physisch vor Ort siehst. Und da kannst du mich danach dann also auch riechen. Wie sieht es jetzt aus mit dem Tastsinn? Ist es wirklich nicht möglich, Menschen anzufassen? Nee, ist nicht möglich, weil wir sind ja, wie du jetzt das Video siehst. Aber jetzt kommt es. Ich habe gelernt, wenn ich mit meiner Energie, mit meiner Intensität die Menschen hier in einem Filmchen begreife, also bezirzen kann, dir Informationen mitgeben kann, werden die vis-à-vis das merken. Ich bekomme immer viel Input, wo die Menschen mir sagen, hey, schau mal, du hast mich inspiriert, ich hatte Hühnerhaut, als du das gesagt hast, online. Und das ist absolut ein Game Changer. Somit habe ich gemerkt, wow, somit können auch kinesthetische, haptische Lerntypen abgeholt werden, einfach durch die Intensität der Menschen, der ein Coaching anbietet, der ein Seminar anbietet, der einfach hier was tut. Und darum ist es wichtig, dass du auch deine Emotionen in dem Filmchen wiedergibst. Und somit ist es eigentlich möglich, fast eine gleichwertige Coaching-Beratung zu führen. Was nicht möglich ist, ist das der Riechsinn. Und damit würde ich mal sagen, in dem Anfangsstadium ist es wichtig, dass wir die Menschen physisch vor Ort sehen und der Rest danach spielt es absolut keine Rolle. Der einzige Knüppel, den wir haben, ist hier im Verstand, dass man uns mal gesagt hat, dass das nicht möglich sei. Wir haben es jetzt gelernt mit der Zeit, das ist absolut möglich. Viele Informationen Hand für Hand bekommen wir so, Schritt für Schritt Anleitung, absolut möglich. Was aber auch noch wichtig ist, das Zwischenmenschliche, das bedeutet Menschen anzufassen, das ist nicht möglich. Aber es kommt darauf an, in welcher Intensität der Schulende das weitergibt. Und so kannst du das gleich auch nachvollziehen und du wirst merken, dass du voll ins Boot mitkommst. Also, es ist absolut möglich, eine gleichwertige Ausbildung, Coaching, Profiling, Führung online zu halten, außer der Riechsinn. Diese Informationen wollte ich dir hiermit weitergeben, dass du auch das lernst.
Psst, ich werde hier jetzt nicht weiterreden, denn ich habe dazu einen Podcast gemacht, wo ich noch viel mehr Content reinbringe als das hier, dass du auch wirklich merkst, was sind die Vorteile von Online-Coaching, Beratung, Führung und was sind die Nachteile vom Online, wo ist hier das Level. Und dass du es absolut mitbekommst, kannst du jetzt dich beim Podcast reinhören, damit du den vollen Potenzial damit entfalten kannst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Hurschler.